Also ich glaube, wir erleben gerade schon eine Medienrevolution. Ich glaube, das, was wir vor allem durch das Internet und auch für soziale Medien und auch das, was du hier machst, dass das ja schon eine kleine Revolution ist, die stattfindet und dass diese großen Medienhäuser gerade im Begriff sind, sich selbst ein bisschen zu schwächen, was man ja auch daran merkt, dass das Vertrauen in die Medien weiter abnimmt. Deswegen glaube ich, gibt es ein paar demokratisierende Grundprobleme, die man ändern muss. Zum einen, dass das, was immer propagiert wird, dass die Medien politikfern sein sollen, dass die Politik keinen Einfluss auf die Medien führt, genau das sollte man mal wirklich umsetzen. Und die ganzen Rundfunkbeiräte und die ganzen alten Strukturen, die da drin sind, das ist bei uns in Österreich dasselbe wie bei euch in Deutschland, dass da quasi die Parteien sehr, sehr viel Einfluss üben und natürlich es dann dahingehend schwierig wird. Man könnte zum Beispiel in einem Losverfahren Bürger wählen, die in einem Gremium sitzen. Also es gibt viele andere Möglichkeiten, auch das zu organisieren, die das zumindest mal demokratischer machen würde. Das Problem ist ja auch bei den Medien, dass wenn gewisse kritische Mainstream-Leute, ja, die wirklich auch gut dabei sind, es sei das bei Dreisat, Arte, ARD oder in Radios, und wenn die aber kritische Meinungen veröffentlichen, haben wir es leider schon oft erlebt, dass die ihre Jobs verloren haben. Das in einer normaleren Welt sollten einfach Leute wie Dirk Pohlmann noch immer bei Arte und Dreisat Dokus drehen können. Genauso wie Pro-NATO-Dokus, wo die sagen, das soll ja auch stattfinden. Ich sage nicht, das soll jetzt alles nur noch Pohlmann sein, aber dass das nicht mehr stattfinden darf, dass ab und zu auch mal eine kritische Pohlmann-Doku kommt oder auch viele andere jetzt noch ihre Radioshows hätten oder... Also das, man bräuchte einfach ein Korrektiv da drin. Ich habe festgestellt, es gibt keine öffentlich-rechtlichen Streaming-Plattformen. Also einfach von Gebühren bezahlt. Du machst dasselbe, was auf YouTube möglich ist, mit Playlisten und sowas. Und jeder Bürger, den es hier gibt, darf rein rechtlich, laut Grundgesetz, gibt es Artikel 5, Pressefreiheitsgesetz, ja. Es gibt den Pressekodex, das muss einfach nur eingehalten werden. Und dann kriegt jeder von Geburt an seinen Kanal. Was hältst du denn davon? Die ursprüngliche Idee eines YouTubes, einer freien Plattform, YouTube, dein Tube, deine Röhre quasi, wo du senden kannst, war ja eine sehr freiheitliche, sehr eigentlich eine total demokratische Bewegung, wie das angefangen hat. Aber wir sehen ja, wo sich das langsam hinentwickelt. Und jetzt mittlerweile sehen wir auch, wie die Öffentlich-Rechtlichen auch jetzt mittlerweile diese Plattformen nutzen und über Funk einfach auch wieder sehr einschlägige Dinge veröffentlichen und wieder nicht der breite Debattenraum abgespiegelt ist. Und da ist immer die Frage, dass wir das vorher meinte, auch mit den Kontrollmechanismen. Wie können wir das so bauen, um das eben zu verhindern, dass wieder ein paar dann entscheiden, okay, Thema A und B kommt rein, C und D nicht und E und F schreiben wir ganz oben auf die Fahne. Also deswegen finde ich das grundsätzlich eine spannende Idee, auch das wieder, vor allem das wieder aus der USA wieder zurückzuholen, zum Beispiel eine europäische Plattform zu machen, eine deutsche oder eine österreichische Plattform zu machen. Das ist sehr spannend.